Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer extrem heißen Elden Ring-Folge. Und zwar heute geht es mal wieder um ein Siegel. Und zwar um das Siegel. Siegel der Feuerritter. Heiliges Siegel der Feuerritter, die unter direktem Kommando von Mesmer dem Fehler standen. Verstärkt Feueranrufungen Mesmers. Das Emblem von Mesmers Armee zeigt einen goldenen Ring und das Feuer seines heiligen Siegels. Kein Talent. Diese Waffe verfügt über keinerlei Talente. Ich hatte ein wenig in meinen Anrufungen rumgekramt und hier bei der Feuerschlange steht auf jeden Fall, dass es eine Anrufung der Feuerritter ist, die unter der persönlichen Kontrolle von Mesmer dem Fehler stehen. Ich schätze mal, das ist damit gemeint. Beim Feuerregen bin ich mir nicht so sicher, weil hier steht nicht explizit, dass es halt eine Anrufung von Mesmer ist. Es ist aber eine Anrufung von einem sehr weisen Feuerritter. Deshalb habe ich es jetzt einfach mal nicht dazu gepackt. Und Mesmers Kugel natürlich ist eine Anrufung von Mesmer dem Fehler direkt. Gut, wo bekommen wir jetzt dieses Siegel her? Wir befinden uns hier am Schattenbergfried und zwar hier unten an dem versunkenen Kapelle. Da kommt ihr hin, wenn ihr hier das Wasser abgepumpt habt. So, wenn wir dann jetzt hier in der versunkenen Kapelle sind, laufen wir hier ein Stück weiter. Genau. Dann hier einmal nach links und hier aufpassen. Hier kommt ein extrem starker Gegner. Ich will euch aber noch nicht spoilern. Falls ihr hier noch nie gewesen seid. Nochmal Licht an. Gut. Und hier würde ich mich, wenn ich hier in den Raum reingehe, erstmal hier rechts halten. Weil dann spawnen da hinten. Lol. Okay, das ist neu. What the fuck? Okay, verstehe ich nicht. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall, wir gehen dann weiter. Und hier hinter dieser Statue befindet sich eine Leiche. Und die könnt ihr plündern. Und da erhaltet ihr dann das Siegel der Feuerritter. Wenn euch solche kleinen Guide-Videos gefallen sollten, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentiert fleißig. Ich versuche so schnell wie möglich auf eure Kommentare zu reagieren. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch super gerne ein Abo da lassen. Euch tut's nicht weh, mich wird's übel supporten. Und ja, wenn ihr Bock habt, gucken wir uns jetzt einmal das Siegel genauer an. So, wir befinden uns hier an den Ruinen vom Morph. Ihr wisst es, meine Lieblings-Showcase-Ecke. Und wir fangen jetzt gleich mal mit dieser Feuerschlange an, dieser Anrufung. Also es ist halt eher ein Showcase für die Anrufung anstatt für das Siegel selber. Hierbei können wir so komische Feuerbälle erschaffen, die zielsuchend sind. Was schon echt nice ist. Muss ich ehrlich sagen. Wenn man castet das Ding und es findet einfach seinen Weg. Das ist schon echt cool. Und kann sehr oft sehr praktisch sein. So, jetzt machen wir einmal hier von Mesmer selber die Anrufung. Die haut auf jeden Fall krank rein. Okay, aber kann unterbrochen werden, sehe ich gerade. So, wir können mit gedrückt halten, können wir das alles so ein bisschen verlängern. Und natürlich dann auch die Wucht des Angriffs erhöhen. So, das war jetzt alles ein bisschen chaotisch. Das heißt, wir gucken jetzt mal bei einem kleineren Gegner. Würde ich mal so sagen. Gucken, ob wir den von hier aus bekommen. Yay. Ist so ein bisschen wie eine Schneeballschlacht mit Feuerbällen. Können wir auch mehrere davon casten? Ja, guck mal, können wir auch relativ schnell hintereinander casten. Das ist cool. So, und dann gehen wir einmal hier rein. Das wird wahrscheinlich unser Tod werden. Aber juckt mich nicht. Okay, alle auf einmal gebrochen. Das ist heftig. Ja, dann würde ich mal sagen, schreibt mir mal in die Kommentare eure Meinung. Wie findet ihr die Anrufung? Wie findet ihr das Siegel? Habt ihr das Siegel schon gefunden gehabt oder noch nicht? Mich würde es brennend interessieren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und tschüss. Euer Vito.